Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute am Mittwoch wieder ein Sample. Heute geht es um den Bowmore 10 Jahre Aston Martin. Ja, Freunde, und ich begrüße euch wieder recht herzlich bei mir auf meinem Kanal zur nächsten Whisky-Verkostung. Heute wieder Mittwoch. Mittwoch bei mir ja jetzt mittlerweile meistens immer ein Sample. Auch heute ist es wieder soweit. Es geht um den Bowmore 10 Jahre Aston Martin. Ja, ich denke mal, da wird die Automarke Aston Martin ihren Namen zur Verfügung gestellt haben. Gegen ein kleines Entgelt, denke ich mal, bin ich mir sicher. Ne, macht ja, ja Porsche auch. Ne? Es gibt ja das Porsche-Design, gibt es ja in sämtlichen... gibt es ja Kaffeemaschinen und was weiß ich, ne? Also da gibt es ja sämtliche Sachen, wo Porsche-Design draufsteht. Und ich denke mal, so ähnlich wird es hier auch sein, dass Bowmore dann halt den Whisky auch Aston Martin nennen darf. Es gibt davon auch noch einen 15-Jährigen, der kommt dann nächstes Mal dran. Ich fange mal diesmal mit dem 10-Jährigen an. Der 10-Jährige hat nur 40 Volumenprozent, ne? Die Mindestanforderung, die ein Whisky haben muss, um sich Whisky nennen zu dürfen noch. Er wurde für den Travel Retail mal gemacht. Ich glaube, mittlerweile kriegt man den aber auch schon in normalen Online-Shops zu kaufen. Hat sich wohl wahrscheinlich an Flughäfen nicht so doll verkauft, dass da noch viel übrig ist. Und dann gehen die Dinger ja meistens immer in den regulären Verkauf. Ne? Ja, die gab es in einer 1-Liter-Flasche. Ne? Ich habe hier ein Sample vom Franz natürlich wieder. Und ja, zur Brennerei Bowmore. Ne? Eine Eiler-Brennerei auf der legendären Insel Eiler gelegen, wo ja die... guten rauchigen Whiskys herkommen, ne? In Anführungsstrichen, kommen natürlich auch von anderen Regionen in Schottland auch schöne rauchige Whiskys her, aber Eiler ist natürlich bekannt und berühmt für seine rauchigen Whiskys. Ne? Und eine der Brennereien ist Bowmore und Bowmore ist die älteste Brennerei auf Eiler. 1779 gegründet worden. Und gehört auch zu einer der ältesten Brennereien Schottlands noch, ne? Also schon sehr, sehr früh gegründet worden. Und war die erste Brennerei auf Eiler, die legal nachher Whisky brennen durfte, die eine Whisky-Brennlizenz dann bekommen hat. Ne? Sie brennen heutzutage auf 2 Wash und 2 Spirit Stills und sie haben ein Produktionsvolumen von na, so um die 2 Millionen Liter. Also geht schon, ne? Ist schon ordentlich, was da an Whisky rausgeht. Und Bowmore hat natürlich auch... eine große Range, ne, und auch sehr, sehr, sehr viele Abfüllungen, ne. Also auch viele Sonderabfüllungen, viele in der Range, also da gibt es unzählig viele, ne. Da kann ich gar nicht alle aufzählen. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, ich habe dazu nichts gefunden, ob dieser Whisky gefärbt ist oder nicht. Kühl gefiltert, weiß ich auch nicht, also beides glaube ich, dass es das ist, aber ich weiß es halt nicht, ne. Wenn das einer von euch weiß... könnt ihr ja mal unten in den Kommentaren mal reinschreiben. Ich habe dazu nichts weiter gefunden, aber ich glaube, Bowmore ist eine Brennerei, die gerne färbt und auch gerne kühl filtert. Ja, 40 Volumenprozent muss ja nichts Schlechtes heißen. Ne? Also das ist nicht immer unbedingt ein Qualitätsmerkmal, weil ich habe auch schon 40-prozentige Whiskys getrunken, die, ja, die sehr gut waren. Ne? Also das ist für mich nicht immer ein Argument. Allerdings bei 10 Jahren und wenig Alkohol, ne, Alkohol ist ja ein Aromenträger, das wissen wir ja, und die alten Whiskys, ne, so jetzt die 30, 40-jährigen Whiskys, die dann bloß noch so viel Volumenprozente haben, ne, die haben ihre Aromen dann schon vom Fass bekommen, also die sind dann schon, ja, da dominiert dann schon so das Fass, dass der Alkohol als Aromenträger nicht mehr zwingend notwendig ist, aber bei so jungen Whiskys ist das eigentlich meistens immer noch der Fall, aber... wir lassen uns halt mal überraschen. Ja, ich schüttel auch schon wieder hier und ihr seht, es laufen auch schon wieder richtig schön die Schlieren hier runter. Also auch wieder eine Konsistenz, die mir sehr gut gefällt. Wie gesagt, zur Farbe kann ich nichts sagen und zur Kühlfilterung auch nicht. Aber macht nichts. Wir schauen mal, ne? Ich werde jetzt mal die Nase reinhalten. Bowmore hat, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, 25 ppm Rauchgehalt im Malz, ne? Also das heißt, ja, ist ein Malz, was jetzt nicht so stark rauchig ist, ne? Und im Whisky dann, ja, was bleibt im Whisky nachher noch übrig?
Vielleicht 5, 6 ppm oder so, viel mehr werden es dann auch nicht sein. Aber man riecht es hier schon gleich, wenn man rein riecht die Nase. Es ist natürlich rauchig, aber nicht so stark rauchig. Boma, muss ich sagen, habe ich, überhaupt in den ganzen Jahren, wo ich Whisky trinke, habe ich Boma zu eine der Destillen, die ich am allerwenigsten probiert habe. Also ich habe noch nie viel Boma probiert. Also es kann sein, dass ich 2, 3 Stück mal hatte oder so, aber viel mehr werden es auch nicht gewesen sein. Ne? Ich war nie so der Rauchfan und auch nie so, wenn es um Rauch geht, auch nie so der Boma-Fan. Also die Destille ging immer irgendwie so ein bisschen an mir vorüber. Aber mein Freund, der Ansgar, der Whisky-Wikinger, ne, der ist ja ein riesen Boma-Fan. Ihr wisst es ja, glaube ich, auch. Die mich verfolgen, die gucken ja, glaube ich, oder viele von euch gucken ja auch die Videos vom Ansgar. Und der Ansgar ist natürlich ein sehr erfahrener Boma-Fan. Ne, wenn ihr da mal reinschaut bei ihm auf dem Kanal, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Videos auch über Boma. Ne? Aber ich will jetzt mich da auch mal ranwagen. Jetzt schauen wir mal. Ja, der Rauch ist zu spüren. Und der Rauch geht für mich so ein bisschen, hat so ein bisschen Stallnoten. Ne? Kein Kuhstall direkt, so keine Kuhstallnote, wie ich das jetzt von Springbank oder so kenne. Ne? Also, aber so ein bisschen Stallnoten, so Leder, bisschen nasses Heu, nasses Stroh vielleicht so. Wenn man so auf den Bauernhof geht, nicht direkt jetzt in den Kuhstall oder Schweinestall oder sowas da reingeht, sondern so über den Bauernhof geht, so, da hat man ja so diese Stallaromen halt, ne? Auch bisschen vom Kuhstall, bisschen vom Gras, bisschen Heu, bisschen, ne? Alles was, das vermischt sich alles so. Und so ähnlich, denke ich mal, könnte das hier sein. So ein paar Stallnoten, würde ich sie jetzt mal nennen. Der Rauch. Süß, süß finde ich den Whisky allgemein, den Rauch auch süß und der hat für mich so eine speckige Note, so eine leichte speckige Note, aber jetzt nicht richtig ausgelassener Speck, sondern so leicht so ein Hauch von Speck. Ich habe noch gar nichts gesagt dazu, was wir für eine Fassreifung haben. Ne? Wir haben hier eine Mischung aus Ex-Sherry-Fässern und Ex-Bourbon-Fässern. Ne? Sherry-Casks und Bourbon-Hawksheads sind hier drin vermählt miteinander. Die Anteile natürlich, weiß ich nicht, da kam auch nichts, war auch nichts zu lesen. Sehr dürftig allgemein, finde ich, die Information zu dem Whisky hier. Ich weiß nicht, haben sie was zu verstecken? Ich weiß es nicht. Naja, aber ist ja egal. Fruchtmäßig bin ich so, ne, wenn man so ein bisschen hinter den Rauch kommt mit der Nase, bisschen Orange, so, ne, leichte Orangenanklänge, Zitrus, so ein bisschen in die Richtung geht es mehr. Die Stallnote finde ich aber nicht unangenehm, muss ich gleich dazu sagen, das ist für mich jetzt keine so eine Stallnote, so wie Kuhstall, wie richtiger massiver Kuhstall oder so. Ich finde diese Note finde ich noch angenehm, ich finde sie sogar ordentlich, muss ich sagen. Also ist nicht störend. Grasig, floral so ein bisschen, mineralisch würde ich das auch noch bezeichnen hier so. Der Rauch nur ganz leicht, der wird auch immer schwächer, je mehr man dran riecht, finde ich. Ne? Ist klar, die Sinne gewöhnen sich da dran. Ne? Ja, ich muss jetzt sagen, ne, vom Alkohol natürlich rieche ich überhaupt nichts, ist ja klar, die 40 Volumenprozent. Die sind eigentlich in der Nase gar nicht zu merken. Aber die Nase ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. Also jetzt nicht nichts Störendes, keine Fehlnoten. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich probiere mal. Da quatsche ich gar nicht mehr lange. Da schauen wir mal, wie der schmeckt. Slangevar.
Ja, angenehm, angenehm zu trinken. Stört nichts, brennt nichts. Ganz einen leichten Hauch prickeln so auf der Zunge. Klar, wieder der erste Schluck, ne? Leichter Rauch, dezenter Rauch am Gaumen. Geht für mich so ein bisschen süß, ein ganz süß der Rauch. Also, oder überhaupt so der Whisky, der finde ich sehr, sehr süß. Geht für mich so ein bisschen der Rauch in die fleischige, speckige Richtung, aber auch so ein Hauch von Asche mit drinne. Beides so ein bisschen. Oh, interessant. Jetzt in der Nase. Jetzt ist die Stallnote so ein bisschen weg. Jetzt habe ich in der Nase reife Äpfel, reife Birnen, sowas. Und diese süße Rauchnote, beschreibe ich das jetzt mal, süßer Rauch. So, ja, süßer Rauch, so würde ich das beschreiben. Also sehr süß, so die Note. Der Whisky ist auch jetzt schon weg am Gaumen, also da bleibt nicht viel. Also ich finde, relativ kurzer Abgang. Aber gut, ne, wir müssen ja auch immer bedenken, wir können jetzt da auch keinen mega ultra komplexen Whisky erwarten für 70 Euro, 10 Jahre. In der 1-Liter-Flasche, ne? Also, ja, da kann ich jetzt nicht den Überdrüber-Whisky erwarten. Ist meine Meinung, bin ich ehrlich. Aber der ist solide jetzt, muss ich sagen. Also gefällt mir ganz gut. Bisher habe ich nichts auszusetzen an dem Whisky. Auch der Alkohol war eben, ja, der war gut, gut eingebunden, gut da. Jetzt muss ich mal beim zweiten Schluck sehen. Also die Nase bleib ich dabei, die ist angenehm, der ist sehr gut zu riechen. Also nichts, wie gesagt, nichts mega Komplexes, nichts überdrüber, aber wunderbar zu riechen. Schöne leichte Rauchnote, die auch ich mag. Also damit kann ich leben mit so einer Rauchnote. Wie gesagt, das sind nachher, lass das 6, 7 ppm sein. Viel mehr sind das nachher im Whisky nicht mehr, ne? Wenn das Malz plus 25 ppm hat. Also viel mehr ist es nicht mehr. Ja, dann probiere ich mal den zweiten Schluck. Ja, also bei dem finde ich sogar die 40% gut. Klar, wäre immer besser, wenn man noch 3 oder 6% mehr hätte. Aber ich finde, diese 40% stehen ihm ganz gut zu Gesicht. Schön süffig jetzt, der Whisky, muss ich sagen. Mit dieser leichten, dezenten Rauchnote. Also viel mehr Rauch wie Highland Park Whiskys haben die Bowmores, glaube ich, auch nicht. Also zumindest jetzt bei dem hier. Ganz leichter Rauch, nichts stark Rauchiges. Das kenne ich von Highland Park so her. Die haben ja auch so einen ganz leichten Rauch. Ich glaube, Highland Park hat sogar noch weniger Rauch, finde ich. Aber das ist noch angenehm. Aber wie gesagt, der ist mir. Also viele Aromen hat er nicht. Ne, eine schöne Süße und auch eine schöne Säure am Gaumen. Der leichte Rauch. Diese florale, mineralische Geschichte habe ich dann da. Die Fruchtnoten und eine Süße. Und dann war es das auch schon. Also viel mehr hat er auch nicht. Und der ist relativ schnell weg. Also der ist jetzt auch schon wieder weg. Mehr ist da nicht. Ja. Gibt es natürlich in der Literflasche. Wahrscheinlich soll man davon viel trinken, weil er schnell weg ist. Aber nee, Quatsch. Aber ja, das ist ein Whisky auch zum Trinken und fertig. Ne? Also da muss man nichts sammeln oder was weiß ich, bloß weil Aston Martin draufsteht. Nee, das ist einer zum Trinken und der trinkt sich auch sehr gut. Und ich finde, kein schlechter Whisky. Kommen wir mal zum Fazit. Also 10 Jahre, 40 Volumenprozent. Wie gesagt, die 40 Volumenprozent finde ich stehen ihm ganz gut. Die Aromen, die ich jetzt da drin hatte, fand ich jetzt auch okay. War jetzt nichts Weltbewegendes, aber super Whisky, der sich trinken lässt. Also von mir gibt es da auf alle Fälle für den 1 Liter eine Kaufempfehlung um die 70 Euro. Ne? 10 Jahre. Ja, Freunde, früher hat man solche Whiskys für 30, 40 Euro gekriegt. Ne? Die Zeiten, denke ich mal, sind vorbei. Da müssen wir uns jetzt von trennen und da darf man auch der alten Zeit
nicht mehr hinterher trauern, ja, früher war das mal so und früher hat, und das ist vorbei, da müssen wir uns von trennen, wir können auch nicht mehr in D-Mark rechnen, wir haben jetzt den Euro und das muss, ne, nur mal so als Beispiel, also weil ich immer noch viel aus der Community und aus dem Bekanntenkreis höre, ja, und der ist viel zu teuer und das ist so, die Whiskys sind teuer geworden, ganz einfach, da muss man jetzt, wer Whisky als Hobby hat, der hat ein teures Hobby und jetzt die letzten 2-3 Jahre verstärkt, ne? Also das muss man, dem muss man sich bewusst sein. Deswegen sage ich auch, für mich gehen diese 70 Euro für den 10-jährigen 1 Liter in Ordnung. Ich gebe da eine klare Kaufempfehlung, ne? Probiert den mal, wenn den mal einer teilt, also kann man auch mal 10 CL dann nehmen, ne? Und da mal öfter probieren und sich vielleicht die Flasche kaufen. Gibt's, wie gesagt, noch zu kaufen und hat mir gut gefallen. Ja, Freunde, dann nächstes Mal werde ich dann den 15-Jährigen machen beim nächsten Sample-Video und schauen wir mal, wie der schmeckt. Und dann kann ich ein Fazit ziehen, wie die beiden Geschichten so sind. Ne? Ja, dann würde ich sagen, Freunde, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Und ja, macht dann auch die Glocke gleich an, wer abonniert. Dann verpasst ihr natürlich kein Video mehr von mir. Und ich würde mich hiermit verabschieden bis zum nächsten Video. Macht es gut! Ciao!